Im MetaTrader 5 ist das Fibonacci-Retracement eines der meistgenutzten Tools, um einen Chart zu analysieren. In den Standardeinstellungen fehlen jedoch wichtige Linien und Kursmarken werden auch nicht auf den Fibonacci-Linien angezeigt. In diesem Video zeige ich dir, wie du das alles änderst. Wir sehen uns nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Julian Drioli und ja, hier schauen wir uns jetzt an, wie wir die Fibonacci-Linien mal so ein bisschen aufpimpen können. Zuerst einmal zeichne ich dir hier Linien ein, damit wir das überhaupt erst einmal drin haben. Wir machen das einfach mal so. So. Du siehst, das, was mich hier schon stört, es sind halt keine durchgezogenen Linien, sondern das sind einfach nur so kleine, ja, wie soll ich das sagen, einfach so kleine Stückchen hier. Damit wir das ändern, machen wir jetzt Folgendes. Und zwar einmal mit der rechten Maustaste hier draufklicken, dann auf Objekte und dann sieht man hier schon die Fibo-Einzeichnung und hier klicken wir auf Eigenschaften. Du siehst jetzt hier so Allgemeineinstellungen, Name, Beschreibung, Stil. Ich sag mal, hier könntest du den Namen abändern, wenn du jetzt mehrere Fibo-Einzeichnungen machst. Ich lasse jetzt einfach mal auf Standard hier alles. Ebene, hier kannst du einmal die Farbe abändern der ganzen Ebenen. Und das, was wir als erstes machen, ist Folgendes. Und zwar machen wir hier die Kursmarken rein. Also einmal Leerzeichen, Minus, Leerzeichen, dann ein Prozentzeichen und ein Dollarzeichen. So, und das können wir jetzt hier kopieren. Also entweder machst du jetzt rechte Maustaste und kopieren oder du machst jetzt hier Steuerung C, klickst dann die Tasten und dann fügst du das hier überall ein in den anderen Bereichen. So, erstmal so. Merkst du, musst überall reingehen, immer mit doppelt linke Taste drücken, ne? Also linke Maustaste. So, und direkt. So, wenn wir das erledigt haben, dann machen wir Folgendes. Und zwar gehen wir hier auf Parameter. Und das, was ich unbedingt haben möchte, ist, dass ich einen Strahl nach rechts habe. So, das ist mir wichtig, damit wir hier den ganzen Strahl haben, damit wir auch sehen, okay, wo sitzen wir gerade oder wo stehen wir gerade. Sonst passt mir das alles, das ist okay. So, nachdem wir das jetzt hier fertig gemacht haben, mache ich noch Folgendes. Und zwar füge ich noch zwei Ebenen hinzu, die wichtig sind für uns jetzt, wenn wir mit unseren Kunden jetzt in der Trader-Ausbildung handeln oder generell jetzt ich für meinen manuellen Handel nutze diese zwei zusätzlichen Ebenen, weil die wirklich ausschlaggebend sind und enorm helfen. Wenn du da mehr zu erfahren möchtest, melde dich gerne bei uns. Wie gesagt, das ist so ein Insider, der aber enorm wertvoll ist und mit dem wir wirklich immer handeln. So, wenn wir das jetzt hier alles bestätigt haben, dann siehst du, wir haben jetzt hier die ganze Einzeichnung drin, so wie es mir gefällt. Die Strahlen sind schön durchgezogen. Wir sehen jetzt hier hinten die Kursmarken. Hier sind meine zwei neuen Ebenen, die für mich, wie gesagt, ganz, ganz wertvoll sind. Und ja, das war es dann auch schon für heute. Also ein sehr kurzes Video, aber ein sehr wertvolles Video, weil diese Frage bekommen wir wirklich sehr, sehr oft von unseren Kunden gestellt, wie wir es schaffen, da diese Kursmarken reinzubekommen und die Strahlen einfach mal schöner zu machen. Es ist simpel, aber dafür umso wertvoller. Und sonst freue ich mich, dass du heute wieder zugeschaut hast. Wenn du mehr zum Thema Trading-Strategien lernen möchtest, dann schau unbedingt in diese Playlist rein. Ich freue mich und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.